Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Hell yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Wir sprechen über den August-Soundcheck 2022. Ich bin Pia und bin natürlich hier wieder zusammen mit Marcel. Hallo Marcel. Hallo Pia. Und wir haben dieses Mal weder Jakob noch Frankie dabei. Es ist etwas, ein Novum für uns. Aber die Stimme kennt ihr trotzdem. Ich sage Hallo an Tobi. Hallo Marcel, hallo Pia, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tobi, es ist nicht nur dein Podcast-Soundcheck-Einstand sozusagen, sondern auch dein Soundcheck-Einstand überhaupt, oder? Nee, das stimmt nicht. Ich war im Juli schon dabei, tatsächlich. Ah, okay. Aber da noch, ohne drüber sprechen zu müssen. Heute ist tatsächlich das Podcast-Debüt. Ich bin ein bisschen nervös. Wird schon. Ich auch. Erstmal nochmal vielen Dank für deine Grüße in Folge 100. Und es gibt ja auch noch News zu dir und zu Jule, denn ihr beide seid nicht mehr bei Living Abyss dabei. Ja, das ist korrekt. Ja, das hat sich schon ein bisschen länger angebahnt eigentlich, weil ja wir irgendwie ein bisschen verschiedene Vorstellungen davon haben, wie wir die Band führen wollen, wie ernst wir das Ganze nehmen und wohin wir damit wollen. Und ja, jetzt irgendwann war dann halt der Punkt, wo ja ich dann halt das Gefühl hatte, dass so viel Arbeit da reinzustecken halt nicht mehr den Return gebracht hat, den ich mir erhofft habe. Und ja, deswegen, jetzt wo wir Kings Winter am Start haben und ich habe auch noch irgendwie ein, zwei andere Projekte, die ich gerade aufziehe, wollte ich mich ein bisschen frei machen. Ist traurig, waren 15 coole Jahre und ja, mit den Jungs ist auch alles super in Ordnung. Also es ist nicht so, dass wir uns irgendwie zerstritten hätten oder so, aber ja, es war einfach Zeit, neue Wege zu gehen. So viel dazu. Okay, das heißt, Kings Winter bleibt uns erhalten und wir dürfen gespannt sein auf das, was du noch so für uns hast in Zukunft. Ja, genau. Kings Winter wird auf jeden Fall da sein und ja, wir machen sogar eher mehr als weniger dann jetzt mit Kings Winter. Super. Ich habe auch gleich noch eine andere Frage an dich, bevor wir mit dem Soundcheck losgehen, nämlich zu unserer Folge, die wir gemacht haben zum Thema Gitarre. Da haben wir ja mit William von Burned on Eden darüber gesprochen, wie eine Gitarre aufgebaut ist und so die Grundlagen, wie man spielt und so weiter. Und dazu kam jetzt von Andy die Frage, könnt ihr in der nächsten Folge erklären, was ein Pedal Point ist? Nicht, dass ich Denglisch so super finde, im Gegenteil, aber ich weiß einfach nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ja, ich glaube, er meint gar nicht Pedal Point. Also ich wüsste zumindest nicht, was er mit Pedal Point meint. Ich glaube, er meint Pedal Tone. Das ist praktisch ein aus der Klassik, ja, oder aus dem Barock tatsächlich auch teilweise entliehenes Konzept, wo du praktisch einen Ton oder eine kurze Tonfolge nimmst, die ist fixiert für einen Lick oder für eine Melodie. Und du verschiebst halt nur die Töne dazwischen praktisch. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich einfach an der Stelle jetzt hier mal ein ganz kurzes Beispiel einschneide, wie sowas klingt. Genau, und im Metal ist das halt super gern genutzt. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie Malmsteen hört oder Children of Bodom, hat man das auf jeden Fall schon mal gehört als Leadline. Und wenn man ganz theoretisch dran geht, ist eigentlich sogar jedes ja so Melodic Death Metal Riff, wo du praktisch eine offene, abgedämpfte E, D, C, wie auch immer die Gitarre getuned ist, Seite hast und dann halt einen Ton als Melodie dagegen verschiebst, ist theoretisch gesehen auch ein Pedal Tone. Also das ist wirklich sehr, sehr verbreitet im Metal. Mhm. Deswegen auch wahrscheinlich die Frage, weil es halt immer mal um sich geworfen wird und dann halt nicht unbedingt jeder direkt damit was anfangen kann. Alles auf jeden klar. Fall eine sehr coole Frage. Dann danke für die Erleuchtung. Und Melodic Death Metal ist so ein bisschen das Stichwort, das uns jetzt in den Soundcheck führt. Da ist nämlich auf jeden Fall ziemlich viel Death Metal und ziemlich geiler Melodeath dabei. Trotzdem nochmal kurz zu den Fakten zurück. Also 8 Redakteure waren dabei. Es wurde nicht ein einziges Mal die Note 10 vergeben. Es gab aber relativ häufig die 9,5, insgesamt 5-mal. Und davon einmal von Marcel und 3-mal von dir, Tobi. Also 4 von den 5 9,5ern haben wir jetzt hier gerade vertreten. Die schlechteste Note ist die 4,5, die für Platz 22 vergeben wurde, über den wir sprechen. Und ich bin super gespannt drauf, wenn wir dann darüber sprechen. Der Soundcheck an sich ist recht durchwachsen gewesen. Also Platz 2 und 3 haben von Rüdiger zum Beispiel nur 6,5 Punkte bekommen. Der Rest feiert die natürlich ab, sonst wären die nicht da oben. Und bei den hinteren Alben gibt es teilweise auch hohe Punktzahlen. Also ich würde sagen, es lohnt sich hier echt mal in die Tabelle auf powermetal.de zu schauen und da mal den ein oder anderen Kommentar sich auch mal durchzulesen, den ihr da hinterlassen habt.
Ich werfe noch ein paar Namen in den Raum. Über manche sprechen wir, ihr dürft gespannt sein, über andere sprechen wir nicht. Chaos Bay sind dabei gewesen, Psy, Edenbridge, von denen ich gar nicht wusste, dass es die noch gibt, Gravedigger, Blind Guardian, Arch Enemy, Soilwork, Machine Head und Long Distance Calling. Die waren unter anderem mit dabei und insgesamt habt ihr euch 24 Alben angehört. Tobi, wie fandst du generell den Soundcheck, also so ein Gesamtbild? Also ich muss sagen, das war, glaube ich, ein super Soundcheck, um ja einzusteigen, nicht ganz. Mit dem Juli war auch schon spannend, aber dieser Soundcheck war echt einfach geladen, würde ich dazu sagen. Also so viele große Namen und so viele Alben, auf die ich auch persönlich einfach sehr gewartet habe. Arch Enemy, The Halo Effect, Machine Head war ich gespannt drauf, ob es da wieder bergauf geht. Soilwork natürlich, Blind Guardian. Ich glaube, das ist so, ja, viel größer kann man im deutschen Metal nicht werden. Also das war schon ein ziemlich gespickter Soundcheck. Auch noch ein paar interessante Bands, mit denen ich so gar nicht gerechnet hatte. Peter sucht da auch immer gerne mal ein paar sehr interessante Überraschungen raus. Also ein super Soundcheck, hat super viel Spaß gemacht, das alles zu hören. Und ja, ich bin gespannt auf die Folge. Wir werden sicher einige interessante Sachen zu bequatschen haben. Ja, das denke ich auch. Und Marcel, wir haben dich seit 3-4 Minuten nicht mehr gehört. Ein absolutes Novum. Nein, Spaß. Wie fandst du den Soundcheck? Gut. Erstmal danke für die Blumen. Ja, im Endeffekt, ich fand den auch, ich kann mich da eigentlich Tobi nahtlos anschließen. Er war bespickt mit ganz, ganz großen Namen, auf die ich auch wirklich sehr lange gewartet habe. Ich habe vor ein paar Monaten wirklich durch Zufall den Titeltrack vom neuen The Halo Effect Song gehört und ich dachte mir, okay, klingt eigentlich ganz geil und wann kommt endlich was und wann kommt was und jetzt ist es endlich da. Man darf gespannt sein, wo die Jungs gelandet sind und generell war es halt ein Soundcheck, wo ich denke, okay, es hat sich echt Großes angebahnt, über das meiste sprechen wir. Für mich gab es auch noch 2-3 echt gute Alben, über die wir nur zum Teil sprechen oder die ein bisschen weiter unten gelandet sind. Am Ende möchte ich tatsächlich noch auf ein Album hinweisen von einer Band, die du vorhin schon genannt hast, Pia, mit der ich eine doch recht emotionale Bindung habe aufgrund meines Onkels. Und insofern würde ich doch vorschlagen, lass uns doch mal starten. Ich würde auch direkt lösen, denn The Halo Effect mit dem Album Days of the Lost sind auf Platz 4 gelandet. Das Album kommt am 12. August raus und selbstverständlich handelt es sich hierbei um das Debütalbum der Combo. Die haben sich 2021 gegründet aus Ex-Mitgliedern von In Flames, zum Beispiel dem Ex-Gitarristen Jesper Strömblad und dem Ex-Sänger Michael Stanne. Kennt man ja eigentlich von Dark Tranquillity, der ist aber auf dem ersten In Flames Album zu hören. Fun Fact, er ist auch mal bei Hammerfall gewesen, ganz zu Beginn der Schaffensphase der Band. Und ja, wer mich kennt, weiß, es ist einer meiner absoluten, wenn nicht mein absoluter Lieblingssänger. Deswegen bin ich auch sehr hyped auf The Halo Effect und das Album, beziehungsweise die Songs, die draußen sind, die schon auf der EP drauf waren, die bringen mich so ein bisschen wieder in die Melodic Death Metal Spur, auch zusammen mit den neuen Songs, die gerade von den Flames rauskommen. Ich bin super gespannt auf dieses Album. Ja, natürlich kommt The Halo Effect aus Schweden. Fun Fact, The Halo Effect, wenn man das bis vor kurzem auf Instagram gesucht hat, dann ist man auf die Seite eines Friseursalons gekommen. Inzwischen kommt man da aber, glaube ich, bei der Band auch an. Auf Days of the Lost sind 10 Tracks insgesamt drauf. Davon ist auch einer mit Matt Heafy von Trivium zusammen entstanden, nämlich Last of Our Kind. Was ich bisher gehört habe von The Halo Effect, muss ich sagen, sie schaffen es, trotz des großen Bruders und dieses unverkennbaren Stils, was Neues und was Eigenes zu schaffen, aber selbstverständlich angelehnt an diesen doch älteren In Flames Sound. Und man sollte sich auch mal das Artwork anschauen, das sieht echt mega aus. Ihr merkt's, ich bin super gehypt auf diese Scheibe. Ihr seht das ähnlich, ihr habt es ja schon gehört. Marcel hat 8,5 Punkte vergeben. Tobi hat hier die erste 9,5 gezückt und der Schnitt des Albums ist bei 7,81. Marcel, Wie gefiel's dir? Erzähl ein bisschen mehr zu Days of the Lost. Wirklich ganz gut. Speziell dieses Gastspiel von Matt Heafy, Last of Our Kinds. Es war ein tolles Aha-Erlebnis, was ich da auf dem Album hatte. Und man muss sich mal vorstellen, da gründen 4 ehemalige In Flames-Musiker zusammen mit dem Michael von Dark Tranquillity eine neue Band. Und natürlich sind die Erwartungen sehr hoch. Und natürlich sollte auch alles so wie in der glorreichen 90er-Jahre-Zeit dieses aufkeimenden Melodeaths klingen. Doch von diesen Erwartungen muss man sich einfach lösen, denn Days of the Lost ist eben kein loser In Flames-Abschluss.
Abklatsch der 90er Jahre geworden. Und wenn man einfach mal diese Romantik-Fanbrille abnimmt und sich in der Realität, also 20, 25 Jahre später wieder befindet, dann hat The Halo Effect ein schlichtweg geiles Starteralbum am Start. Ich schon vorhin angedeutet, ich war damals mit meiner Freundin vor ein paar Monaten bei einem Wochenendtrip in der Eifel, hatte dann die Spotify-Liste auf Shuffle laufen und dann lief eben dieser Titeltrack, Days of the Lost. Und das war melodisch, straight, harte Gitarren, bestes Dark Tranquility gegurgel und ein Refrain zum Niederknien und mir gefiel auch diese Quirligkeit, diese Galligkeit, wie eben zu Beginn einer großen Karriere. Und das war, wie gesagt, dieses Titelstück und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Ich fand es wirklich gut und es ist bis heute immer noch ein sehr gern gehörender Song in meiner Liste. Und entsprechend hoch waren auch meine Erwartungen im Vorfeld, die jedoch auch vollends erfüllt werden konnten. Die Produktion ist geil, nicht so aufgesetzt. Die Songs, die haben Feuer, sprühen eine sehr, sehr große Spielfreude aus. Und das ist auch so eine Floskel, die ich sehr, sehr gerne verwende. Aber gerade in diesem Fall funktioniert sie, weil gerade dieser Spagat zwischen melodischer Härte und knüppelharter Melodien haben in Flames und Dark Tranquility-Mitglieder ohnehin mit der Muttermilch aufgesogen. Und aus dem Grund gefällt mir das Album auch sehr gut. Und einige Colony- oder Clayman-Parallelen kommen hoch. Klar, erinnern manche Leaks auch an Reward to Remain. Doch ich finde das absolut nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn man das jetzt so in die heutige Zeit hieft, dann macht das Album von vorn bis hinten sehr, sehr großen Spaß. Und dadurch bekommen halt die ganzen Flames-Fans, die ohnehin in den letzten Jahren, ob der merkwürdigen Stilrichtung und Zielrichtung ihrer Lieblingsschweden, wo sie dann gemosert haben, bekommen jetzt einfach ein sehr, sehr geiles, ich sag mal, In Flames Light-Album von einer sehr, sehr eigenständigen Band präsentiert. Und finden dann auch mit The Halo Effect wieder zu ihrer alten Liebe. Ob nun bei melodischeren Songs wie In Broken Trust oder A Truth Worth Lying For. Das ist ein sehr, sehr krasser Zungenbrecher. Ja, mein persönlicher Lieblingssong ist Feel What I Believe. Das zaubert mir ein breites Lächeln auf die Lippen. Und natürlich auch dieses Gastspiel von Matt Heafy, habe ich vorhin schon erwähnt, oder du auch vorhin schon. Ich finde, das ist ein rundum gelungenes Erstlingswerk, das richtig tolle Momente hat und auch den netten Nebeneffekt hat, dass sowohl Freunde moderner, melodisch-tödlicher Metal-Hymnen zu bedienen sind, als auch eben diese Nostalgiker, die der In Flames Hochzeit zwischen, ich sag mal, 97 bis 2002 hinterher trauern. Und dieses Album bedient eben beide Welten. Obgleich das Album dennoch nicht das beste Augustwerk in Sachen Melodeath ist, um mal ein bisschen zu vorwegzunehmen, aber dazu komme ich gleich später noch. Aber für einen Start in diese Folge, generell in den Soundcheck, ist Days of the Lost ein sehr, sehr guter. Wir haben noch keinen Diskografie-Check zu In Flames gemacht, oder Tobi? Das müssen wir dringend nachholen. Huiuiui. Das ist eine sehr gute Idee. Da bin ich dabei. Aber sag erstmal was zu The Halo Effect. Ich sehe das teilweise sogar tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Marcel und teilweise auch ein bisschen anders. Also einerseits muss ich mal sagen, ich war auch super hyped, als die Ankündigung rauskam. Ich meine, bei der Bandbesetzungsliste. Und dann haben sie auch noch im Statement selber gesagt, dass sie zurück zu den Melodic Death Metal wurzeln wollen. Und ja, also habe ich halt in meinem Kopf mit einem Colony-Nachfolger gerechnet. Den haben wir aber nicht bekommen. Und entsprechend enttäuscht war ich, als ich damals Shadow Minds gehört habe. Das war ja die erste Single der Platte. Aber irgendwie, boah, die Melodie war gut, der Song war geil, irgendwie ging mir das nicht aus dem Ohr. Und so nach und nach, dann Days of the Lost, Feel What I Believe. Ich finde sowieso, die drei Singles sind eine absolut großartige Wahl, weil das drei absolute Highlights auf der Platte sind für mich. Und dann habe ich halt langsam so, bis dann halt diese Retro-Fanbrille runtergefallen. Und ich dachte so, so würden In Flames, glaube ich, klingen, wenn sie ja nach Come Clarity und A Sense of Purpose nicht irgendwie plötzlich ja ganz komisch abgebogen wären und ja so ein bisschen in Richtung Alternative Metal abgedreht wären. Und dann ist das Ganze auch noch zusätzlich nicht nur In Flames, sondern halt eben auch noch Dark Tranquility beigemischt, durch Michael Stanne wahrscheinlich, am meisten, der da natürlich zu beigetragen hat. Und rauskommt ein absolut großartiges Modern Melodic Death Metal Album, das, ja, wie Marcel schon gesagt hat, das sowohl den Oldschool-Fan bedient, als auch, ja, alle Leute, die so ein bisschen was eher mit moderneren Tönen anfangen können. Die spielen ja auch viel mit so Elektrospielereien in den Songs mit drin, die Melodien aufgreifen oder auch, ja, mehr im Hintergrund gehalten werden.
Klagesang gibt es von Michael Stanne, der auch wieder wie immer bei Michael großartig ist. Und ja, das macht einfach so einen ganz tollen Mix. Und ich finde auch wirklich, dass die Band ja nicht so dieses Retro-In-Flames-Schiene fährt, sondern wirklich was Eigenes ist. Ich habe jetzt auch den Wacken-Stream gesehen am vergangenen Wochenende. Und das war auch absolut großartig, die Show. Sie hatten zwar leider Jesper Strömleit nicht dabei, der ja dank seiner Alkoholprobleme jetzt erstmal so ein bisschen die Live-Sachen aussetzt, sondern hatten den Jensen von The Haunted mit dabei. Aber die Show war absolut Hammer. Und ja, ich kann nichts anderes sagen, außer dass ich hoffe, dass die Jungs dabei bleiben und dass das nicht so ein Corona-Eintagsding bleibt, sondern dass ja hoffentlich bald auch größere Bühnen für The Halo-Effekt anstehen, anstatt nur ein Support-Slot vor, ich glaube, Amon Amarth und Machine Head, wenn ich richtig liege, Marcel. Du warst Oh ja, ich glaube, im Oktober ist es soweit. Also ich wollte auf jeden Fall nach Oberhausen. Was soll ich sagen? Amon Amarth hat ein gutes Album rausgebracht. Über Machine Head wird eventuell noch ein Wort verloren. Und was, wie gesagt, der Halo-Effekt. Also das ist ein Billing oder ein Line-Up, was nur geil sein kann. Ja, und ich muss sagen, im Nachhinein, also ich habe echt lange mit mir gehadert, ob es nicht doch eine 10 wird. Weil ich habe, glaube ich, seit, wie Pia das schon gesagt hat, also mich hat seit langem kein Album aus dem Melodic Death Metal mehr so begeistert und mich vor allem auf so einen Oldschool-MDM-Trip gesendet. Also ich höre wieder viel In Flames, ich habe super viele alte Dark Tranquility-Platten ausgegraben und wenn ein Melodic neues Album mich so begeistern kann, wieder für ja meine Lieblingsmusik richten, dass ich plötzlich wieder ja alle alten Alben auspacke und nur noch das höre seit Wochen schon, dann will das wirklich was heißen. Also ich bin eigentlich enttäuscht mit Platz, dem geteilten vierten Platz. Ich hätte das wirklich auf Platz 1 gesehen. Also mein Album des Monats definitiv. Und ja, ich hoffe einfach, dass sie dabei bleiben und dass wir sie bald dann auch auf größeren Bühnen sehen und mehr Platten davon hören können. Das ist einfach absolut großartig. Das wäre echt mega. Den vierten Platz teilen sich The Halo Effect mit Aeternam und dem Album Heir of the Rising Sun, das am 2. September rauskommt. Die spielen Symphonic Death Metal, ist ein Trio und hier lohnt es sich speziell mal, sich das Artwork anzugucken, denn das ist ein wunderschönes Gemälde. Ist sehr viel Liebe reingeflossen, denke ich. Auf dem Album sind 9 Tracks. Es ist das 5. Album nach Al-Qassam, das 2020 rauskam. Und wer jetzt hellhörig wird, ja, wir haben über Al-Qassam schon gesprochen hier im Podcast, nämlich im Dezember-Soundcheck. Da hat das Album den 3. Platz belegt und das kam aber im März raus. Im Dezember-Soundcheck ist es immer so, dass wir so ein paar ja, Perlen, unbekanntere Alben, unbekanntere Bands besprechen, die über das Jahr hinweg was rausgebracht haben. Aeternam kommen aus Kanada, 2007 gegründet und ja, viel mehr brauche ich da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Marcel hat 7,5 Punkte vergeben, Tobi hat 8,5 vergeben und insgesamt natürlich auch der Durchschnitt bei 7,81. Tobi, für dich war es, glaube ich, die erste Berührung mit Aeternam, oder? Ja, richtig. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich von Aeternam überhaupt gehört habe. Und ich muss zugeben, ich habe nicht viel erwartet. Ich dachte so, ja, Eigenproduktion, hörst du mal rein. Wenn man meistens so diesen Symphonic Death Metal Mix hört, dann erwartet man irgendwie so einen Abklatsch von, ja, Flash God Apocalypse vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Dimmu Borgir mit drin. Und dann war ich super positiv überrascht. Da ist ja so ein bisschen orientalischer Einfluss mit drin. Die haben einen ganz coolen Mix von Klagesang und Growls am Start. Und musikalisch würde ich sagen, irgendwo zwischen Behemoth, Dimmu Borgir und ein bisschen Melodic Death Metal. Also auch so ganz genau mein Beuteschema eigentlich. Und ja, dementsprechend war ich super begeistert von der Platte und muss sagen, das war so meine Überraschung des Soundcheck-Monats. Und ja, ich glaube, so als Highlights würde ich gerne rausreden, Nova Roma ist ein ganz, ganz toller Track und Where the River Bends fand ich auch super. Also kann nur empfehlen, Aeternam mal definitiv anzuchecken. Also das, ja, da hätte ich wirklich nicht mitgerechnet, dass die mich so aus den Latschen hauen. Und Marcel, was sagst du im Vergleich zum 2020er-Album? Ja, also erstmal kleine Randnotiz, ich liebe Tobis Stimme. Oh, das ist immer wieder eine Wohltat, mit ihm aufzunehmen. Das ist wunderschön. Ihr beide klingt wundervoll. Ja. Aber ich liebe auch dieses Artwork von Aeternam. Das ist ganz, ganz großartig. Man wird halt gleich zu Beginn mitten in diese Szenerie gestoßen, wenn unsere Männer und Krieger versuchen, diese feindliche Burg zu stürmen. Und so klingt auch das 5. Aeternam-Album. Es klingt wie aus einem Guss. Dieser Symphonic-Anteil, der ist nicht zu kitschig, nicht zu aufgesetzt. Der Death-Metal-Anteil ist nicht zu wuchtig, nicht zu düster. Und es gibt auch ganz, ganz leichte Folk-Sequenzen. Das ist jetzt auch kein sinnloses Rundgedudel. Das schwingt in einem sehr, sehr schönen, ausgewogenen Gleichgewicht. Und dazu ein nicht allzu pompöser, sondern wirklich ein erdiger, klarer Sound, trotz oder gerade aufgrund der Eigenproduktion. Und obwohl ich jetzt ehrlicherweise nicht alle Songs gleichermaßen an der Front
sehe, wie jetzt Beneath the Nightfall, Nova Roma oder Where the River Bends, was ja auch schon Tobi angesprochen hat, gibt es trotzdem eine gleichbleibende Qualität dieser Songs. Man wird halt speziell zu Beginn in ein sehr authentisches, stürmisches Szenario gestoßen, das trotz dieser Gegensätze, also Symphonic und Death Metal, eine sehr, sehr homogene, runde Figur macht. Und klar, am Ende gibt es jetzt nicht so diese absoluten Aha-Momente, aber trotzdem immer noch so Augenblicke, wo man denkt, wow, das ist echt ein ziemlich cooles Album. Und speziell auch in Kombination mit der Thematik, also das Byzantinische Reich und der Fall von Konstantinopel, sind das eben Songs, die gut passen. Auch wenn sich, wie gesagt, diese Qualität, diese Aha-Effekte, die verteilen sich eben. Also sie sind nicht ganzbleibig hoch, sondern die verteilen sich einfach sehr interessanterweise. Aber selbst auch Acastic Hymn oder auch der abschließende Fall von Konstantinopel, mit dem halt die Jungs auch dieses Album abschließen, die haben echt coole Momente, sodass ich auch jetzt nicht von einem Schnellschuss reden würde, wenn Higher of the Rising Sun nur 2 Jahre nach Al-Qassam veröffentlicht wurde. Stand über mein Haupt, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie ich das letzte Album bewertet habe, aber mal ganz davon ab ist Hair of the Rising Sun. Mir kommt es weniger immer so vor, als wäre es ein astreines Metal-Album, als mehr ein Hörspiel von 3 Kanadier, die einfach in Geschichte sehr gut aufgepasst haben. Und aus dem Grund gefällt mir das sehr gut. Warum ich im Endeffekt in Anführungszeichen nur 7,5 Punkte vergeben habe, weil es einfach tatsächlich Alben diesem Soundcheck gab, die im direkten Vergleich besser waren. Aus dem Grund, wenn jetzt Aeternum beispielsweise in so einem Flaute-Monat, wie jetzt noch mal im Dezember oder so, ein neues Album herausgebracht hätten, vielleicht wäre da auch eine 8,0 möglich gewesen. Ihr wisst ja, bei mir schwingt immer noch so ein bisschen Atmosphäre und Wetter mit ein. Und ja, ihr seid genervt, ich bin's ja auch. Und von daher gebe ich jetzt einfach mal 7,5 Punkte nach Kanada. Vielleicht nervt es euch auch, dass ich an manchen Bandnamen sehr gerne rumkritisiere. Das trifft zu 100% auf den 3. Platz zu, denn diese Band nennt sich A to Z. A through Z, glaube ich, oder A through Z. A through Z. Ja. Wer macht sowas? Tja, frag mich nicht. Das waren Ray Alder und Max Sonder. Ja. Die haben das gemacht. Die bringen nämlich das selbstbetitelte Debütalbum raus am 12.8. beziehungsweise haben rausgebracht. Und wie Marcel eben schon gespoilert hat, das ist eine Supergroup. Mit dabei sind Fates Warning-Sänger Ray Alder und der Ex-Schlagzeuger Mark Sonder. Und die weiteren Mitglieder sind Philipp Byron von Warlord und Job Wolters von Simon Phillips. Noch mit dabei ist Vivian Lalou. Und die Supergroup spielt Prog-Rock, Hard-Rock, würde ich sagen. Mal gucken, was ihr gleich sagt. Und es gibt sie seit 2020. Marcel zückt die 7, Tobi zückt die 8. Marcel, fang nochmal an. Man muss die Band ja einfach mit Fates Warning vergleichen, wenn schon mit Ray Alder und Mark Sonder, 2 teils ehemalige Mitglieder dieser wirklich legendären Combo, wieder zusammenkommen. Ich persönlich kenne auch Sonder als aktuellen Warlord-Schlagzeuger und dadurch habe ich mir persönlich auch ein bisschen einen höheren Hauch von Magie und Zauber gewünscht. Trotzdem geht A through Z, also das Debütalbum, ganz gut ins Ohr. Persönlich, ich bin ja auch immer ein Freund des Optischen, ich finde dieses Apple through Zebra Artwork, finde ich sehr, sehr passend. Also wenn man sich einfach mal da hineinversetzt, wenn man erstmal so seine anfängliche Skepsis ad acta legt, dann macht dieses Artwork auf jeden Fall Sinn. Das ist eigentlich ganz witzig. Wenngleich es auch recht untypisch für eine Hardrock-Prog-Scheibe ist. Mich erinnern die beiden Jungs so ein bisschen an Alcatraz, die ja auch 2020 und 2021 Comeback-Scheiben aufgenommen haben. Es gibt Keyboard-Untermalungen, ein paar richtig schmucke Riffs und mit Farside of the Horizon, Window Panes oder vor allem Stranded auch wirklich amtliche Hits, wo ich sage, okay, die Songs, die machen gerade speziell auf der Autobahn echt Spaß. Das hat wirklich alles Hand und Fuß und weiß auch im 3., 4. Durchgang zu gefallen, aber ich habe mir ehrlicherweise von Ray Alder und Mark Sonder ein bisschen mehr erwartet. Aber mir fehlt ehrlicherweise sah der Pep, da es zwar durch die Bank weg gutes, aber nur stellenweise sehr gutes Material gibt und mir, wie gesagt, einfach dieser Zauber flöten geht, den ich einfach in Anbetracht dieser Kombination mehr erwartet habe.
Zumal auch das Album, ich glaube, nach Stranded kommen noch 3 weitere Songs, 3 oder 4, und die flachen einfach ab nach diesem lichterloh brennenden Highlight. Und das ist halt wirklich auch ein bisschen schade, dass am Ende heraus, ich will jetzt nicht sagen, ein laues Lüftchen kommt, aber nicht mehr so diese frische Brise wie am Anfang. Zudem, wir haben vorhin bei der Halo-Effekt von einem Corona-Produkt quasi sprechen wollen. Also sprich, dass es halt jetzt Corona geschuldet war, dass man eine Band gegründet hat. Bei The Halo-Effekt denke ich das nicht. Ich denke, da wächst echt was mega Großes heran, was auch in den nächsten Jahren Gewaltiges mit sich bringen wird, was man ja auch an dieser Kombination mit Amon Amarth und Machine Head sieht. Bei A Through Z hingegen nicht. Ich denke, dass das so ein einmaliges, vielleicht auch zweimaliges Projekt bleibt. Das heißt, in ein paar Jahren kommt dann vielleicht A Through Z Part 2 heraus und dann habe ich irgendwie die Befürchtung, das war's. Ich kann nicht wirklich genau sagen, warum ich dieses Gefühl habe, aber aktuell haut mich einfach dieses Album auch aufgrund dieser Langwierigkeit nicht sonderlich um, hat aber trotzdem gute Tendenzen, um noch ein bisschen weiter zu wachsen. Insgesamt kommt das Album auf genau 8 Punkte und wenig überraschend hat Peter hier zu 9 gegriffen und Michael auch. Tobi, bei dir war es dann auch die 8. Was würdest du Marcells Worten noch hinzufügen? Also ich glaube auf jeden Fall auch, dass wie Marcel das Ganze nicht als langwieriges Projekt geplant ist, sonst benennst du deine Band nicht so. Wer will denn sowas auf dem T-Shirt stehen haben? Also ich werde mich jetzt auch weigern. Ich sage jetzt auch nur das Album dazu. Ich weigere mich, den Titel häufiger als nötig auszusprechen. Ich hatte, glaube ich, im Gegensatz zu Marcel den Vorteil, ich kann ja mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblick geben. Bei uns liegen die Alben für den Soundcheck in der Dropbox. Das heißt, ich habe nicht mitbekommen, dass das Ray Alder und Mark Sonder sind. Und ich habe einfach ja ziemlich unvoreingenommen einfach die Platte eingelegt, habe mich gewundert über den tollen Gesang und die Harmonien, habe es nachher verstanden, als ich gemerkt habe, wer dahinter steckt, habe das Album aber wirklich ohne jeglichen ja vorher aufgesetzte Brille, durch die man das hätte ja Fates Warning mäßig sehen können, gehört. Und da ist mir vor allen Dingen die super starke Gitarrenarbeit von Job Wolters aufgefallen. Ich finde, der macht einen absolut großartigen Job, sowohl an der Leadgitarre als auch an den Riffs. Gerade bei Trial by Fire finde ich das absolut super. Und ja, dementsprechend hat die Platte mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Und Marcel hat recht, sie ist nicht so wirklich, also mit Fates Warning würde ich sie nicht vergleichen. Ich finde, das ist eher so ein bisschen hardrockiger. Es hat zwar diese Prog-Momente und auch so diese, wenn die Gesangsharmonien mit reinkommen, dann hat das auch so ein bisschen diesen Fates Warning-Vibe. Aber es ist eher eine Hardrock-Platte, also wirklich so Autofahrmusik, hatte ich so das Gefühl. Gerade so, wie gesagt, Trial by Fire schon, der ist auch super fürs Autofahren geeignet. Wo ich mit Marcel d'accord gehe, ist, dass es hinten raus so ein bisschen dünner wird. Also Sometimes habe ich mir notiert, Stranded, da fängt die Platte an, so ein bisschen die Luft zu verlieren. Mir haben die Highlights am Anfang aber trotzdem gereicht, um die 8 zu zücken, weil ich wirklich viel, viel Spaß mit der Platte hatte. Und ja, und insbesondere war ich dann überrascht, als ich dann nachher erst dann gemerkt habe, wer dahinter steckt. Umso höher war das einzuschätzen, dass die Platte mir so viel Spaß gemacht hat, ohne dass da so ein, ja, so dieses, Fates Warning mitgeschwungen ist direkt. Eine Sache wollte ich aber auf jeden Fall noch erwähnt haben, The Machine Gunner ist zwar ein saucooler Song, aber das Hauptriff erinnert mich unheimlich an Lord of the Flies von Maiden. Das ist gefühlt halb geklaut. Da konnte ich nicht drüber hinwegsehen, als ich das einmal gehört habe. Seitdem höre ich da immer nur Lord of the Flies und kriege Lust, Maiden zu hören. Bei der nächsten Band, die auf Platz 2 ist, wird dir das vermutlich nicht passieren, dass du Lust hast, was anderes zu hören. Wir hatten die Band im Podcast in unserer Folge 99, also treue HörerInnen dieses Podcasts wissen jetzt schon, um wen es geht. Den anderen verrate ich es jetzt. Auf Platz 2 sind Soilwork mit Overgiven Haten, das am 19. August rauskommt. Soilwork gibt es seit 1996 und sie spielen Melodic Death Metal. Overgiven Haten ist das 12. Album, das nach Vindicaten 2019 rausgekommen ist. Und Björn Street, mit dem Marcel auch in der Podcast-Folge gesprochen hat, ist das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Der Bassist Rasmus Ehrenborn ist auch erst seit diesem Jahr dabei, also ja, ein frischer Einfluss vielleicht auch auf dem Album, vielleicht hat er da aber nicht allzu viel mitgewirkt. Wer Marcel ein bisschen kennt und auch Björn Street vielleicht ein bisschen verfolgt, weiß, dass der auch bei The Night Flight Orchestra und bei Donna Kanone ist. Nee. Und Marcel feiert natürlich alle drei Bands unfassbar ab. Deswegen auch hier die 9,5 von dir, Marcel. Tobi hat auch die gleiche Note gezückt. Allerdings habe ich ja eingangs schon gesagt, dass Rüdiger hier nur zur 6,5 gegriffen hat. Die anderen haben alle
ich glaube, alle 8 Punkte vergeben. Nee, Martin van der Laan hat noch 9 Punkte vergeben. Die anderen alle 8, genau. Und somit kommen Solberg auf 8,31 Punkte im Gesamtschnitt. Bevor Marcel wahrscheinlich noch mehr lobt als du, Tobi, kannst du ja erstmal anfangen zu loben. Ich fange erstmal an damit, dass ich ein kleines bisschen enttäuscht war von der Platte. Deswegen auch 0,5 Punkte weg von der 10. Genau, das liegt aber weniger daran, dass die Platte jetzt irgendwie schlecht wäre, sondern dass einfach Valley Caton davor so großartig war. Und ja, ich verrate mal eine Kleinigkeit, also Marcel und ein paar andere Kollegen, wir bereiten einen kleinen Soulwork-Rückblick vor. Und als ich jetzt nochmal reingehört habe, ist mir halt aufgefallen, dass es halt ja wirklich Valley Caton mit eins meiner Lieblingsalben aus der Soulwork-Diskografie ist. Und dagegen war Overgiven Hayton so ein bisschen... Nicht eine Enttäuschung, aber es ist halt, es setzt eher an der letzten EP an, an The Wisp of the Atlantic, und ist halt so ein bisschen melancholischer, ein bisschen verspielter, nicht mehr ganz so catchy. Also mir fehlt so dieses, auf der Vorgängerplatte hattest du sowas wie Stahlfagel oder Full Moon Shoals, das waren Songs, die hast du sofort mitgesungen, beim ersten Mal hören schon. The Ageless Whisper oder, ja, auch, der, oder auch The Rival, das waren Wahnsinn, also höre ich immer noch rauf und runter, klasse. Ja. Ja, aber genau sowas fehlt mir halt bis jetzt noch so ein bisschen auf der neuen Platte. Also da hatte ich so weniger Songs, die mich schnell gecatcht haben. Electric Again hat mich ziemlich schnell abgeholt. Valleys of Gloam hat mich auch abgeholt, vor allem mit diesem leichten Folk. Ich habe so ein bisschen Amorphous Vibe rausgehört. This Godless Universe ist nicht unbedingt besonders eingängig, aber so als dezenter, relativ kurzer Longtrack auch sehr, sehr cool. Ich kann nicht viel mehr sagen, außer ein absolut großartiges Album. Nur halt für Soulwork-Verhältnisse ist es ein kleiner Abstieg zum direkten Vorgänger. Wobei ich noch auf jeden Fall sagen möchte, bevor Marcel das auch sicher tun wird, dass Björn hier einfach alles mal wieder in Grund und Boden singt. Der Mann ist für mich der Metal-Sänger momentan, glaube ich. Also egal, ob es Clean Vocals sind oder Growls oder Screams, Björn kann alles, macht alles und das alles auch noch super. Und ja, deswegen kann jeder Fan von Soulwork Overgiven Hayton blind kaufen. Man muss halt nur darauf gefasst sein, dass man vielleicht nicht ganz so viel mitsingt und direkt mitgrölt wie beim Vorgänger direkt. Alles klar. Marcel, dann sag das doch auch noch mal. Ich habe vor ein paar Wochen, als das Album noch überhaupt nicht zu hören war, habe ich die gleichnamige Single gehört. Und ich hatte eine unfassbare Gänsehaut. Dieser sehr atmosphärische Beginn einer schwedischen Landschaft mit leichtem Folkeinfluss. Und plötzlich setzen dann halt harte Gitarren ein und Björn fängt mit dieser Urgewalt eines Schreis an. Und generell, ich habe ja auch schon in der Rezension nur über das Titeltrack schon einige Worte verloren, aber das ist quasi so das Erste, was ich von Overgiven Hayton gehört habe. Und meine Hoffnung war einzig und allein, dass Speed und Co. diese Wucht, diese in Höchstmaßem Emotionalität und diese Genialität dieses Openers auch auf das komplette 12. Studioalbum bannen können. Und ich weiß nicht, wie viele Songs das Album hat. Ich glaube 13, 14 oder so. Das ist halt wirklich eine Hürde, die Band umgeben muss. Seit ich The Nightford Orchestra für mich vor einigen Jahren entdeckt habe, begann auch dieser Melodeath Bastard von Street und Anderson vollends zu zünden. Also, Tobi, wie heißt nochmal der Vorgänger? Valley Caton. Der war nicht minder majestätisch als der Vorgängerritt für mich. Und diese nahezu perfekte Symbiose aus Härte und Melodie, aus Souveränität und Emotionalität, auch aus unendlicher Melancholie und unbändiger Spielfreude, das ist halt das, was Soulwork spätestens auf A Wisp of the Atlantic EP halt ausgemacht haben. Das ist für mich von vorn bis hinten eine perfekte EP. Bis heute das Beste, Schönste und Ehrlichste, was ich jemals im Melodeath-Sektor gehört habe. Jetzt, wie gesagt, nach dem Realitätsausflug Anfang 2019 grüßen eben die Schweden nun vom Abgrund, zumindest einfach nur, wenn man Overgiven Hayton übersetzt. Und von Aufgabe oder Verlassenheit könnte dem Titel nach zwar die Rede sein, aber all das, was quasi nach dem Titeltrack kommt, bestätigt einmal mehr diese verheißungsvolle Prophezeiung dieses titelgebenden Openers. Denn aktuell, 2022, seit aber auch vielen Jahren, grüßt Soulwork von der Spitze des Melodeaths und bestätigt einmal mehr diesen hochemotionalen, aber dennoch harten und abwechslungsreichen Ritt, diesen Weg in den Metal-Olymp komplett. Also ich hätte das wirklich nicht erwartet. Ich habe damals vor 10, 15, 20 Jahren habe ich die sogenannte Metal Heart abonniert.
Das war auch so eine Zeitschrift wie Rock Hard oder Metal Hammer. Und da war auch, ich erinnere mich. Genau, da war auch ein ums andere Mal dann der Björn Stritt von Soilwork drauf. Und ich habe dann immer einen großen Bogen drum gemacht. Warum auch immer. War mir halt ein bisschen zu modernes Zeug. Schon damals mit 20 war mir zu modern. Und ich bin wirklich ehrlicherweise erst durch The Ride Majestic wirklich auf Soilwork, auf Björn Stritt aufmerksam geworden. Und dann kam The Nightfleet Orchestra, dann kam der Vorgänger, der wie heißt, Tobi? Verligaten. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Aber und für mich hat sich einfach eine komplett neue Welt offenbart. Ja, und jetzt auf Ulrike Van Halen, ich wurde von diesen Gefühlen auf diesem Album schlichtweg überwältigt, weil Speed selbst allein schafft es, diese Stärken, die man generell im Metal-Bereich hat, in jedem einzelnen Soilwork-Ton zu integrieren und dieser Musik auch den Stempel aufzudrücken. Aber auch die Gitarren, die flirren, riffen, rocken, sägen sich durch Mark und Bein. Rhythmusfraktion, die bringt eine sehr, sehr geile Dynamik rein. Ich bin auch ein großer Freund vom Drummer, muss ich sagen. Diese Metaphern, die auch das Album mit einbringt, diese wirklich denkwürdigen Metaphern, die geben diesem Album auch einen sehr, sehr krassen eine sehr, sehr krasse Nachhaltigkeit. Man schaut sich einfach nur dieses vielsagende Artwork an mit diesem Vogel. Das ist, was soll ich sagen, klasse. Ich könnte jetzt auf Songs wie Electric Again oder It Is In Your Darkness nochmal hinweisen oder diesen allerletzten Song The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain. Das ist ein Track, der keine Wünsche offen lässt, und darüber habe ich mich dann auch mit Björn unterhalten. Es sind halt einfach Songs, an denen man sich schlichtweg nicht satt hören kann. Und wenn man einfach mal sich fragt, ob es im Melodeath noch besser geht, dann will man, wenn man Ulrike Van Halen gehört hat, einfach sagen, nein, es geht nicht besser und es geht auch nicht emotionaler. Aber ich habe nur eine 9,5 vergeben, weil ich dieser unglaublich tollen Band einfach nochmal diese Chance meinerseits geben möchte, auch diesen, also in ein paar Jahren den Vorgänger, den wir jetzt halt in den Händen halten, nochmal die Krone aufzusetzen. Das ist halt, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles, emotionales und mittelschweres Szene-Erdbeben, was eben Soilwork mit diesem Album auf die Beine stellen. Und was soll ich sagen, Speed und Co., die sind am Zenit ihrer Kreativität und präsentieren auch ihr Können und diesen Status schlichtweg auf einer sehr, sehr hohen Qualität. Und klar, der Erstplatzierte, der wird auch seine Gründe haben, auf dem ersten Platz zu landen. Mein persönlicher Soundcheck-Sieger ist Ulrike Van Halen. Alles klar. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Habe ich wieder zu viel gequatscht? Ja, ja. Nein, alles gut. Aber dann gehen wir jetzt mal zum ersten Platz. Den belegen Blind Guardian mit The God Machine, das am 2. September rauskommt. Und Blind Guardian wurden gegründet, da waren wir drei noch nicht geboren, nämlich in 1987 in Krefeld. Stimmt. Haben angefangen mit Speed Metal, jetzt sind sie eher im Power Metal zu verorten. Dennoch ist The God Machine erst das 12. Album. Der Vorgänger Twilight Orchestra Legacy of the Dark Lands kam 2019 raus. Und es sind aber tatsächlich noch drei Gründungsmitglieder mit in der Band, nämlich Hansi Kirsch, André Olbrich und Markus Siepen. Der Bassist Johann van Stratum kam 2021 dazu. Man könnte ihn kennen von Fuhr oder er war auch bei Stream of Passion, bevor die sich aufgelöst haben. Und ja, Blind Guardian ist tatsächlich eines der, wenn nicht das Aushängeschild des deutschen Metals. Ich kann euch auch hier sagen, es kommt noch eine Podcast-Folge dazu. Marcel hat hier die 9 Punkte vergeben. Tobi hat zur 9,5 gegriffen. Selbstverständlich hat dieses Album durchweg überzeugt. Und der Schnitt ist bei 8,69 Punkten. Marcel, mach doch gleich mal weiter. Ich bin natürlich in Griffenbruch aufgewachsen und da ist natürlich eine gewisse geografische Nähe zu Krefeld gegeben. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich damals als Jugendlicher und als junger Erwachsener irgendwie mit seinen besten Freunden zum Saufen verabredet hat, ist man in den Stadtpark gegangen und irgendjemand hat eine Klampfe ausgepackt und eine Bartsong ausgepackt. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Und Blind Guardian ist tatsächlich wahrscheinlich die Band, die mich am längsten mit Halloween in meiner metallischen Sphäre begleitet hat, weil ich sowohl Alben wie Nightfall of the Middle-Earth, Somewhere Far Beyond und Imaginations genauso abgefeiert habe wie beispielsweise das Opera-Album von 2002. Das, was Guardian quasi in den letzten 10 Jahren gemacht hat, ich fand das halt interessant,
Aber das war nicht mehr meins. Ich kann es verstehen, wenn sich Musiker weiterentwickeln wollen, wenn sie auch mal ihren eigenen musikalischen und künstlerischen Horizont erweitern möchten. Allerdings stieß natürlich eine Band, deren Backkatalog vor Hits und Überalben nur so überquillt, dass dann so ein komplettes Orchesteralbum eher weniger auf Gegenliebe stößt, muss man leider auch damit rechnen. Ich hatte mit Kollege Stefan Rosenthal vor einigen Wochen die einmalige Gelegenheit, wirklich mit der Band, also mit Blind Guardian, auf dem Rhein zu sein und in das neue Album zu hören. Und alle Redakteure, da schließe ich mich mit ein, die sahen sich dann an, als sie so die ersten Takte gehört haben und dachten sich, Alter, was ist das denn? Weil Deliver Us From Evil, das haut halt direkt rein. Damnation knallt ordentlich und Secrets of the American Gods, das ist halt ein moderner, epischer Blind Guardian Song, wo man sich wirklich denkt, okay, Blind Guardian ist wieder Blind Guardian. Das ist krass. Also kein unnötiger orchestraler Ausflug. Das ist halt wirklich, das ist krass. Und dann haben wir uns das Album bis zum Ende angehört und waren eigentlich der übereinstimmenden Meinung, dass das wirklich so unmittelbar nach der Nightfall of the Middle-Earth hätte erscheinen können. Also was ich damit sagen will, dass das Blind Guardian mit The God Machine ein unheimlich starkes, ich will sogar sagen Comeback-Album gefeiert haben, was ich ihnen ehrlicherweise nicht so zugetraut hätte, weil es allerdings auch sowohl Altfans wie mich als auch neuere Fans gleichermaßen sehr massiv beeinflussen kann. Wir sind ja bei powermetal.de eher sehr traditionsbewusst und einzig und allein die Tatsache, dass ein Album wie The God Machine, was jetzt 2022 erschienen ist, auch Alben wie Imaginations, Nightfall und so weiter durchaus Paroli bieten kann. Das merken wir hier in unseren internen Diskussionen. Das muss man dem Album das muss man der Band sehr hoch anrechnen. Man hat abschließend noch mit Destiny einen Song, der wohl noch am ehesten an diese orchestrale Schiene zu richten ist, finde ich persönlich auch vollkommen in Ordnung, finde ich cool, weil eben das komplette Album nicht so ist, sondern das ist abwechslungsreich, man wird von diesen orchestralen Einflüssen, wenn sie mal da sind, überhaupt nicht überhäuft, sondern, und jetzt lehne ich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster, noch nie waren Blind Guardian so nah am Thrash Metal wie auf The God Machine. Das ist ein düsteres, heftiges Album, das ist aber trotzdem ein typisches Blind Guardian Album. Wenn man jetzt mal diese ganze Fantasy-Thematik, die auch in den 90er Jahren existiert, einfach mal außen vor blendet. Wenn man sich einzig und allein die Musik betrachtet, dann ist das Album ein absoluter Schrei. Das ist ein Fausthieb und ein absoluter nach vorne Prescher des eigenen ureigenen Stils. Und hier reihen sich wirklich Hymnen an Hymnen, wirklich geile Gitarrenarbeit, da wird mir wahrscheinlich auch Tobi zustimmen, generell, dass sich dann halt auch Markus und André, die Spielbälle hin und her werfen, ist sehr, sehr bemerkenswert. Hansi singt sich in einen absoluten Rausch und diejenigen, die jetzt Hansi auf dem Dong Open Air gesehen haben mit Blind Guardian, die werden jetzt sagen, der Rap, der hat sie nicht mehr alle, der hat doch scheiße gesungen. Nein, das ist nicht wahr. Hansi hat eine Stimmbandentzündung und hat aus dem Grund richtig, also nicht so seine gewohnte Qualität offenbaren können. Aber das, was er auf dem Album zeigt und das, was er auch beispielsweise auf dem Rock Hard Festival gezeigt hat, ist halt einfach immer noch Hansi Kirsch, ist immer noch Blind Guardian, ist immer noch die Speerspitze des Power Metals, Fantasy Power Metals, Heavy Metals, schieß mich tot, keine Ahnung. Kurzum, das Album ist das beste Album nach Nightfall in the Middle-Earth. Zielstrebig, heavy und direkter hat man Blind Guardian seit 1998 nicht mehr gehört. Wow. Boom! Tobi, bist du erschlagen oder willst du auch noch ein paar Worte verlieren? Ich muss erst mal fragen, ob jemand kurz unter das Fenster gehen kann, denn Marcel hat sich, glaube ich, zu weit rausgelehnt und ist rausgefallen. Den musste ich jetzt bringen, also, weil Thrash Metal ist das noch nicht. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also nah an Thrash Metal. Ich hab auch gesagt, sie waren noch nie so nah am Thrash Metal. Ja, aber so nah dran ist es auch nicht. Ah,
Empfinde ich anders. Also ich empfinde auch, dass es ein sehr großer Schritt zurück zu den eigenen Wurzeln ist und dass es auch wieder sehr mehr in Richtung, viel mehr in Richtung Speed Metal geht. Aber die Epic, die so unterliegende Epic von den letzten Alben, die ist immer noch da. Also ich finde, also Thrash Metal habe ich da tatsächlich nicht rausgehört, deswegen musste ich da jetzt leider mal kurz drauf eingehen. Alles gut. Insgesamt hatte ich eigentlich schon, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ich habe beim Wacken-Stream 2021 haben Blind Guardian ja gespielt und da haben sie Violent Shadows gespielt. Und da hat Hansi auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass das neue Album vielleicht ein bisschen härter werden könnte. Und dann dachte ich noch so, ah ja, das ist wahrscheinlich ein Strohfeuer. Und dann hauen die einfach The God Machine raus. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es auf Platz 1 gelandet ist. Nicht, weil es das nicht verdient hätte, sondern weil man immer denkt so, ja, da haben sie halt Blind Guardian wieder hochgelobt, weil halt Blind Guardian ist. Das ist aber in dem Fall wirklich nicht so. Also das Album ist wirklich, wirklich toll. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht das Somewhere Far Beyond Jubiläum da ein bisschen mit reingespielt hat. Da haben sie ja jetzt die Shows geplant gehabt. Die sind ja dann dank Covid verschoben worden. Aber vielleicht hat das Proben der Platte und sich da einfach wieder so ein bisschen mehr reinhören in diesen Oldschool-Vibe vielleicht geholfen. Weil für mich klingt die Platte sogar wirklich wie so ein Nachfolger von der Somewhere Far Beyond fast. Da würde sie zumindest in meinen Ohren gut hinpassen mit Songs wie Violent Shadows oder Secrets of the American Gods. Blood of the Elves finde ich auch ganz toll. Und auch, wenn es dann mal wieder so ein bisschen epischer und ja pompöser, orchestraler wird wie in Destiny, dann funktioniert das auch überraschend gut auf der Platte. Ich muss auch dazu sagen, ich bin gar nicht so ein, ja, wie Marcel, dass ich die letzten Platten nicht so toll fand. Also die Beyond the Red Mirror hatte ein paar gute Songs, nicht nur gute Songs. Aber ich bin zum Beispiel ein Riesenfan der At the Edge of Time, die ja auch sehr pompös und ausladend eher angelegt war, an vielen Teilen zumindest. Trotzdem hat mir das richtig Spaß gemacht, dieser Oldschool-Speed-Metal-Abriss. Und ja, die Podcast-Hörer kriegen schon wieder einen kleinen Spoiler von mir. Also wir arbeiten auch an einem kleinen Blind Guardian-Diskografie-Check. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Und da ist es sehr überraschend gewesen, dass da haben wir natürlich The God Machine auch mit reingenommen jetzt schon, damit wir dann auch vollständig sind. Und da darf ich schon mal verraten, dass sie sich überraschend gut geschlagen hat tatsächlich. Die Endposition gibt das vielleicht dann am Ende nicht ganz so wieder, aber sie hat sich überraschend gut geschlagen gegen viele der Klassiker. Und allein das, finde ich, sollte schon, dass Leute sie vorher, Alben wie Marcel sagte, Nightfall in Middle-Earth oder sogar teilweise Imaginations from the Other Side gesetzt haben, das sollte schon Bände dafür sprechen, wie stark dieses Album ist. Also ja, wenn man die letzten Blind Guardian-Alben nicht mochte, dann ist Blind Guardian jetzt zurück. Wenn man, wie ich, nicht so enttäuscht war, außer jetzt vielleicht von der Beyond the Red Mirror, dann ist das ja einfach das, was man als Blind Guardian-Fan jetzt gebraucht hat. Richtig geiles Album, vollkommen verdient Soundcheck-Sieger und ja, reinhören. Genau, ich möchte da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum es so wenig orchestrale Einflüsse quasi auf The God Machine gab. Wir haben natürlich dann auch auf dieser Segeltour mit dem Frederik, mit dem Drummer gesprochen und er meinte, ja, weil orchestralisch wurde alles gesagt. Also die haben jetzt wirklich ihre orchestrale Phase, haben sie abgeschlossen. Und aus dem Grund wollten sie auch bewusst wieder back to the roots und haben auch angegeben, dass die Somewhere Far Beyond Tour oder die Pläne dazu auch eher weniger sich in diesen Einfluss wieder widerspiegeln werden, als jetzt wirklich diese Bestimmung, alles klar, wir haben orchestralisch jetzt alles gesagt, jetzt geht es wieder zurück. Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, denn nach Legacy of the Darklands habe ich jetzt gar nicht angesprochen, da fehlte mir einfach die Band, deswegen habe ich die Platte nicht wirklich gehört. Ja. Hatte ich auch das Gefühl, ja, jetzt reicht's dann auch mal. Also Wheel of Time und Sacred Worlds fand ich super auf der At the Edge of Time. Auf der Beyond the Red Mirror war es mir dann fast auch schon wieder ein bisschen zu viel mit dem orchestralen Bombast. Zumindest teilweise, also wenn das jetzt wirklich die Marschroute ist, dann begrüße ich die auch sehr ausdrücklich. Da freue ich mich drauf, wenn Blind Guardian jetzt wieder ein bisschen das Orchester ein bisschen zurückdrehen, so in Richtung Imaginations-Zeit, da könnte ich gut mit leben. Zumal ich hatte, als ich das Artwork gesehen habe, auch einen absoluten Aha-Effekt, weil ja das Artwork absolut atypisch für Blind Guardian-Verhältnisse ist. Ja, das stimmt. Offensichtlich passt es überhaupt nicht zu Blind Guardian, aber wenn man sich die Musik zusammen mit dem Artwork gibt, dann ergibt das auf jeden Fall einen absoluten Sinn. Finde ich großartig. Also so in der Nachbetrachtung ein sehr, sehr gut gewähltes Artwork auch. Okay. Großartig, Marcel. Fandst du auch Platz 22? Wir klettern hinunter und auch mit dieser Band haben wir eine Podcast-Folge in Planung. Ganz, ganz überraschenderweise, wirklich überraschenderweise. Das tut mir so weh. Jetzt wird's böse. Oh.
Ich hoffe, ihr sitzt, denn es sind Gravedigger mit Symbol of Eternity, 26. August. Die Band wurde 1980 gegründet in Gladbeck, spielen auch Power Metal und bei denen ist es das 21. Album nach Fields of Blood, das 2020 rauskam. Und in den vergangenen Jahren ist ziemlich viel rausgekommen. Also alleine in den vergangenen 10 Jahren waren es 7 Alben. Und als Gründungsmitglied ist Chris Boltendahl noch mit dabei, mit dem Marcel eben gesprochen hat. Ja, wirklich überraschend, dass die Band hier hinten ist, denn ich würde sie auch als ein Aushängeschild des deutschen Metals bezeichnen. Marcel hat die 9 gezückt, Tobi hat zur 6 gegriffen und insgesamt sind es nur 6,63 Punkte für Gravedigger geworden. Tobi, begründe doch mal. Also erstmal möchte ich vorwegschicken, dass die 6 irgendwie ein Fehlgriff war. Ich musste die Platte jetzt ja leider nochmal hören, um mich auf die Podcast-Folge vorzubereiten. Ich würde jetzt wahrscheinlich sogar irgendwo zwischen 4 und 5 landen. Es tut mir leid, die Platte ist eine absolute Frechheit. Also ich, Marcel, du hast erwähnt, dass Chris die Platte selber produziert hat. Habe ich da recht? Ja. Ja, also tut mir leid. Das hätte er mal besser gelassen. Der Gitarrensound ist eine absolute Frechheit. Entschuldigung, die Gitarren sind dumpf. Die Gitarren haben aber auch diese ekligen hohen Mitten, tiefen Höhen, die so richtig einem auf den Keks gehen. Der Gesang sitzt überhaupt nicht richtig in den Songs. Dazu auch die Vocals klingen für mich gefühlt immer schwächer und sitzen auch überhaupt nicht vernünftig im Mix. Der Einzige, der irgendwie die Platte so ein bisschen rettet, ist Axel Ritt für mich. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich am Ende 6 Punkte gegeben habe, weil ich dem guten Axel, den ich an der Gitarre eigentlich sehr schätze, nicht unbedingt so eine niedrige Punktzahl reinwirken wollte. Aber insgesamt ist das, also Entschuldigung, wenn du diese Platte ohne den Namen Gravedigger veröffentlichen würdest, als Newcomer-Band, wegen mir auch als Eigenproduktion, da würde jeder drüber herziehen, über den Sound, dass es nicht wert wäre, irgendwo groß veröffentlicht zu werden. Ich fand das wirklich fürchterlich. Es war ein Albtraum, diese Platte hören zu müssen. Dazu dann halt noch solche wunderbaren Texte wie Hell is my Purgatory, Hell is my Crematory. Boah, da rollen sich mir die Fußnägel auf, wenn ich das jetzt nur wiedergeben muss. Und ja, also ich habe mir hier tatsächlich auch nur Tiefpunkte für die Platte notiert. Grace of God habe ich hier notiert als Möchtegern Blind Guardian mit fiesen Keyboards. Und The Last Crusade als Running Wild trifft Manowar. Das waren so meine ersten Assoziationen, die ich hatte. Ja, also ich weiß, Gravedigger haben großartige Alben gemacht. Ich verstehe auch, glaube ich, woher Marcells Begeisterung für die Band kommt, die vielleicht auch so ein bisschen deinen Blick auf die Platte färbt. Aber für mich als jemanden, der, ja, für mich war Gravedigger nie so eine wichtige Band. Ich habe sie immer so ein bisschen verfolgt, habe natürlich auch die Klassiker gehört. Aber wenn man das nüchtern betrachtet, ist das leider gar nichts. Also oha. Ich wollte gerade sagen, dann erzählt Marcel und jetzt, warum das nicht so ist. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, Marcel. 9 Punkte. Genau, also im Grunde genommen muss man erstmal den Hut ziehen, wenn man mal bedenkt, dass mir persönlich neben Rage jetzt keine andere Band einfällt, die in solcher Regelmäßigkeit Alben an den Mann bringt, wie eben die Band um Chris Boltendahl. Und es gab im Vorfeld zwei Änderungen. Zum einen sind die Jungs, ich glaube, die waren vorher bei Napalm Records, die sind jetzt bei Rock of Angels Records gelandet, haben also ein neues Label in ihrem Rücken. Und Chris Boltendahl selbst hat nämlich die Produktion übernommen. Früher waren sie, glaube ich, in Senden bei Münster im Principal Studios, wo ich sie auch ein ums andere Mal besucht habe und in Alben wie Return of the Reaper beispielsweise und hier bei Metal reingehört habe. Wenn man tatsächlich an Konzeptalben denkt und an deutschen Heavy Metal denkt, dann kommt man unweigerlich nicht an Gravedigger vorbei. Denn speziell so in den 90ern hat man die Mittelalter-Trilogie, man hat aber auch in den letzten Jahren hatten wir beispielsweise ein Zombie-Album, wir hatten nochmal die Schottland-Geschichte mit Fields of Blood und wir haben jetzt quasi nochmal die Rückbesinnung auf die Geschichte der Tempelritter. Also wir haben jetzt kein klassisches Heavy Metal ist geil-Album, so wie hier bei Metal. Denn wenn die Gladbecker wirklich was können, dann sind es Konzeptalben über beispielsweise schottischen Highlands, über die Artus-Sage, Nibelungensage oder wie eben im vorliegenden Fall die Geschichte des Tempelritterordens. Und das haben sie vor 24 Jahren auch schon mal mit Knights of the Cross gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach die Gefahr sieht, Knights of the Cross mit dem aktuellen Album Symbol of Eternity so ein bisschen zu vergleichen. Dieser Vergleich ist obsolet. Man hat klar dieses Schwert und diesen Gral symbolisch auf dem Cover versehen, doch nicht nur optisch hauen eben Gravedigger komplett in die Vollen. Ich finde, dass der Sound
ja, darüber mag man sich streiten. Wenn man jetzt auch die alten Alben gehört hat, dann haben persönlich mir die Alben so ein bisschen, die hatten nicht mehr so diesen Nachdruck. Die klangen halt alle irgendwie gleich. Und ich denke einfach mal, dass Gravedigger dieser Gefahr entgegenspringen wollte, um halt nicht nochmal im 10. Jahr das 7. Album, was genau gleich klingt, nochmal zu veröffentlichen, sondern hat sich dann bewusst eben für einen raueren und aggressiveren Sound ausgesprochen. Und natürlich dann auch der Labelwechsel, was vielleicht auch damit einherhängt. Generell lässt sich das Album in zwei Teile unterteilen. Wir haben im ersten Teil Songs, die komplett auf die Glocke hauen, wo das Abtempo einfach komplett eskaliert. Und in der zweiten Hälfte, da besinnen sich eben Gravedigger so ein bisschen auf ihre Paradedisziplin, eben diese Hymnen. Wenn man dieses Album vielleicht ein bisschen mehr durchgemischt hätte, dann hätte das jetzt nicht vielleicht nur mir so gefallen, sondern auch vielleicht vielen anderen. So muss man dann eben auf die Shuffle-Taste drücken, um wirklich ein sehr ausgewogenes Album zu bekommen. Ich persönlich, ich störe mich nicht am Sound. Ich finde den in Ordnung, weil es auch mal was anderes ist, was Chris Bolton da und was Gravedigger mal ausprobieren wollte. Die Gitarrenarbeit nach wie vor wirklich sehr, sehr gut von Axel Ritt. Ich mag aber auch diese Rhythmusarbeit immer noch von Jens Becker und dem neuen Schlagzeuger. Ich finde Songs wie Sky of Swords oder Heart of the Warrior oder auch natürlich King of the Kings, Hell is My Purgatory, das sind gute Songs. Ja, vielleicht sind die ein bisschen altbacken, wenn es um die Lyrics geht, aber die haben Feuer, die haben Dampf und hinter denen stecken auch die Emotionen. Und wenn man nach 40 Jahren, ich glaube, Heavy Metal Breakdown kam 80 raus. Wenn man nach 42 Jahren immer noch wirklich coole, druckvolle Musik an den Mann bringen kann, dann muss man dahingehend einfach mal den Hut zücken. Auch die knackigere Rauproduktion von Chris, mir liegt sie. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Wenn ich auch noch mal so meine Lieblingstracks kurz sagen darf, beispielsweise der Titeltrack Symbol of Eternity, der erinnert mich eben sehr stark an The Last Supper, wo es um die Jesus-Geschichte ging. Und man hat eben auch aufgrund dieses sehr, sehr stürmischen Anfangs sehr, sehr viel Nachhall in der zweiten Plattenhälfte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, wenn man jetzt das Album ein bisschen besser durchgemischt hätte, dann hätte es auch ein paar mehr angesprochen. Über den wirklich abschließenden Song, über den kann man sich nach wie vor streiten. Das ist nämlich eine Covernummer eines griechischen Rocksängers namens Vasilis Papakonstantino, das Gravedigger gecovert hat. Finde ich persönlich jetzt, ob man es unbedingt braucht oder nicht, ich finde es eine ganz nette Idee, hat mit Symbol of Eternity, mit den Kreuzrittern herzlich wenig zu tun, aber es ist mal was anderes und ich finde, wenn jemand Sachen ausprobieren darf, in Sachen Sound, in Sachen Konzept, in Sachen Coversongs oder sonst irgendwas, dann doch so eine Institution für deutschen Heavy Metal wie im Gravedigger, die eben seit 42 Jahren, wenn man jetzt mal diese Digger-Sachen von 80ern oder so, alles was auch vor Heart of Darkness kam, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, aber dann dürfen es eben Gravedigger. Okay, also Gravedigger dürfen versehentlich ihre Demo-Produktion aus dem Proberaum beim Label abgeben, um sie veröffentlichen zu lassen. Okay. Gravedigger darf mal in Sachen Sound einfach mal was ausprobieren. Und ich persönlich, ich hätte dem Album, wenn es genauso geklungen hätte wie jetzt in den Principal Studios in Münster, hätte ich dem Album wahrscheinlich nur 8 Punkte gegeben, weil es eben wieder so ein 08, also ich will nicht sagen 0815 Gravedigger-Album war, aber so ein ach so typisches Gravedigger-Album. Jetzt versucht die Band mal was. Sie möchte in Sachen Sound auch im wahrsten Sinne des Wortes ausbrechen und sich selbst mal beweisen. Und Stillstand ist des Künstlers Tod. Tobi, das müsstest du eigentlich komplett wissen. Und wenn man jetzt seit so und so viel Alben wieder in Münster gelandet ist und wenn man jetzt schon wieder irgendwie bei Napalm Records was veröffentlicht hätte oder so, da kann ich verstehen, dass die Band dann irgendwann sagt, ja, jetzt hauen wir mal wieder ein Gravedigger-Album raus, um unsere Fans glücklich zu machen. Jetzt wollten sie halt mal was machen, um ein bisschen was auszuprobieren, um selbst ihre künstlerische Freiheit zu offenbaren. Und das ist, ja, ist ihnen meiner Ansicht nach gelungen. Ja, aber künstlerische Freiheit und schlechter Sound haben nichts miteinander zu tun. Ich glaube, vielleicht ist das bei mir auch einfach der Tontechniker in mir, weil ich ja auch unsere Platten für die Bands immer selber abmische, der da einfach besonders getriggert ist, wenn der Sound nicht in Ordnung ist. Also das ist wirklich, ja,
Lass uns nicht mehr weiter darüber reden. Ich glaube, wir kommen zu keinem gemeinsamen Nenner. Nein, aber lass uns das gerne noch mal kurz in einem Satz festhalten. Ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, wenn du als Tontechniker, der eben sehr, sehr viel Background-Wissen in Sachen Technik und in Sachen Sound hat, wenn sich die Nackenhaare krümmen. Das kann ich genauso gut verstehen, wie du mich wahrscheinlich auch verstehen kannst, wenn ich als emotionaler Gravedigger-Fan, der eben auch diese Knights of the Cross-Thematik sehr, sehr geil fand und jetzt, wie gesagt, 24 Jahre später immer noch mal diesen Brückenschlag macht. Und für mich tatsächlich ist ein guter Sound nicht alles. Für mich sind auch geile Texte nicht alles. Für mich ist auch ein geiles Riffing nicht alles. Für mich muss einfach dieses Feeling stimmen. Und auf Symbol of Eternity stimmt eben dieses Feeling. Und da passen eben, wie gesagt, diese vielleicht etwas streitwürdigen Texte wie in Hell is My Purgatory, vielleicht passen sie da genauso gut wie eben der Sound, aber für mich stimmt eben dieses Feeling. Schreibt uns doch da draußen gerne mal, was ihr von der neuen Gravedigger-Scheibe haltet, ob ihr da eher beim emotionalen Marcel seid und auch emotional hört und das ja für euch 9 Punkte sind oder ob ihr sagt, nee, die Produktion und alles, geht gar nicht und seid da eher bei Tobi mit seinen 6 oder noch weniger Punkten. Ihr wart euch gerade sehr uneinig. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, nein, aber das ist ein sehr, sehr emotionaler Soundcheck, den ich aber sehr cool finde, weil wir jetzt schon 3 Alben haben, die mich emotional echt gepackt haben. Mhm. Also ganz, ganz gut. Beim nächsten Album seid ihr sehr gleich auf mit eurer Punktzahl. Platz 23 belegt die Band Firehorse mit dem Album Out of the Ashes, das am 2. September rauskommt. Auch hier ist es ein Debütalbum und auch hier könnte man sagen, es ist eine Supergroup, die vielleicht bei uns nicht ganz so bekannt sind. Also es sind Member von Peter Pan Speedrock, Birth of Joy und Grenadiers dabei. Namentlich sind es Kevin Sunberg, Guy Peck und ich nenne den Namen gleich, denn nach dessen Geburtsjahr ist diese Band benannt. Der Bassist ist Van Alderen. Und der ist 1966 geboren worden. Das war, wenn man jetzt mal sich die chinesischen Sternzeichen anguckt, das Jahr des Pferdes. Und die haben auch noch Elemente an der Zahl, glaube ich, 5 oder sogar 6, die sie damit vergeben. Und 66 war das Element Feuer, also Feuer, Pferd, Fire Horse. Daher kommt dieser Name. Auf diesem Debütalbum sind 11 Tracks drauf und ja, euch beide hat es nicht so überzeugen können. Marcel hat 6 Punkte vergeben, Tobi hat 6,5 Punkte vergeben und insgesamt ja, liegt dieses Album auch bei 6,56 Punkten in der Wertung von allen Redakteuren. Marcel, die 6. Ich bin gerade mal am Schauen. Also ich bin ja 88er Baujahr und das ist ja das, das Jahr des Drachen. Aber ich bin gerade auch mal, ob der Elemente, also hier Erde Feuer sind oder wir. Erde. Wir drei sind Erddrachen. Geil. Eigentlich sollte man unseren Pommesgabel, wenn ich jetzt nicht so viele Flyer gedruckt hätte für euch da draußen, hätte man jetzt auch unseren Pommesgabel-Podcast in die Erdendrachen umbenennen können. Wenn du, ich glaube, 93 geboren wurdest, dann bist du Hahn und Wasser. Also ein Wasserhahn. Das ist schon sehr gut. Also zu Out of the Ashes, ja, die 3 Niederländer, die haben ja Rockmusikerfahrung, hast du auch vorhin schon gesagt. Und so klingt eben auch das Debüt Out of the Ashes. Das klingt eben sehr routiniert und an Stellenweisen auch ein bisschen zu souverän. Mir fehlt bei diesem Mix aus Powerrock, klassischem Rock, Grunge und Alternative, fehlen mir einfach die Überraschungsmomente und diese Ohrwürmer und diese Jahrhunderthits, die ich einfach vielleicht so auch in Anbetracht der jahrelangen Erfahrung erwartet hätte. Man hat ein bisschen Queens of the Stone Age, man hat Foo Fighters, Stone Temple Pilots und so weiter und so fort. Und natürlich müssen sich Firehorse auch die Vergleiche zu Peter Pan Speedrock gefallen lassen, doch im direkten Vergleich zu all den Namen klingt Firehorse leider etwas inspirationslos und alles andere als feurig. Also wenn man irgendwas mit Fire im Namen hat, dann sollte man auch klingen und nicht so wie ein laues Lüftchen, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und auch gerade bei einem Debüt müssten einfach Songs wie Do My Thing, Stormtrooper oder Don't Care schlichtweg mit mehr Inbrunst und Pep vorgetragen werden, was bei Against the World oder auch dem gleichnamigen Firehorse-Song auch gut funktioniert. So ist es zwar alles
für mich nett anzuhören, aber reißt mich absolut nicht vom Hocker, dass sich die Platte auch jetzt in Anbetracht des Mangels an Hits auch ein bisschen arg in die Länge zieht. Das ist zwar bei nur 11 Stücken und bei nur 40 Minuten ist das Marcel, was laberst du da für eine Scheiße, aber für mich hat sich das Album echt wesentlich länger angehört und echt teilweise gezogen wie Kaugummi. Man hat also stellenweise ein gutes, aber mancherorts ein bisschen zu unspektakuläres Album, von dem ich mir auch in Anbetracht dieser Hintergrundstories ein bisschen mehr erhofft habe. Was sagt denn der dritte Erddrache im Bunde? das ist jetzt sehr gut, das müssen wir beibehalten. Bei Gravedigger haben wir gerade beide leidenschaftlich diskutiert. Das muss man dem Album dann noch zugute aushalten, dass es wenigstens so eine leidenschaftliche Diskussion entzünden kann. Das kann in meinen Ohren nämlich Firehorse nicht. Das ist so dieses, für mich ist das so dieses klassische, ja, irgendwo zwischen 6 und 7 Punkten egal Album. Das ist handwerklich sehr gut gemacht. Ja, das hat ein bisschen Kaius, das hat ein bisschen Wolfmother drin, so ein bisschen Garagenrock, ein bisschen Psychedelic Rock. Es ist halt irgendwie so alles ein bisschen, es tut niemandem weh, es reißt aber halt auch einfach nicht mit. Ich lese hier gerade in meinen Notizen, das unscheinbarste Album des gesamten Soundchecks, das habe ich mir so spontan notiert, als ich das Album das erste Mal gehört habe. Ja, es ist halt einfach, ja, für mich keine wirklichen Highlights, es bleibt wenig hängen. Das soll die Musiker auf keinen Fall in Abrede stellen. Das ist alles wirklich hervorragend vorgetragen und auch klanglich gut in Szene gesetzt, aber das packt mich einfach nicht. Also da muss, wie Marcel schon gesagt hat, für ein Debüt, da muss einfach mehr kommen, damit sich der Name wirklich einbrennt. So ist Firehorse leider wahrscheinlich ja ein schon vielleicht langsam verpuffendes Feuer, das nicht mehr wirklich viel Flamme hat, ja. Du wirfst aber auch mit Metaphern um dich. Entschuldigung, ich bin heute in Fahrt. alles gut, das ist super. Ja, so wie ihr sehen das im Prinzip alle, also die Band hat zwischen 6 und 7 Punkten meistens bekommen. Martin van der Land hat 7,5 Punkte vergeben, das ist so das Höchste und sonst, joa, ziemlich einheitsbreiig. Kommen wir zu Platz 24. Da ist eine Band, die auch eigentlich recht bekannt ist. Parasite Inc. aus Aalen, 2007 gegründet. Die bringen ihr Album Cyan Night Dreams am 19. August raus. Und wir schließen mit dem, womit wir angefangen haben, nämlich mit Melodic Death Metal. Und ich muss gestehen, dass Parasite Inc. bisher immer sehr an mir vorübergegangen sind. Also ich könnte jetzt kein einziges Album von denen benennen. Bei Marcel ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Cyan Night Dreams ist das dritte Album nach Dead and Alive, das 2018 rauskam. Und es sind 10 Tracks auf dieser Scheibe drauf. Und hier hat Marcel 8 Punkte vergeben und Tobi hat auch die 6,5 Punkte gezückt. Insgesamt kommt Parasite Inc. damit auf eine Note von 6,31. Und ich gebe das Wort schon mal an Marcel. Drittes Album, Make It or Break It. Man sagt ja auch immer ganz gerne, dass dieses dritte Album wirklich für eine Band wegweisend ist und den weiteren Verlauf einer Karriere bestimmen kann. Und ich hatte damals glücklicherweise den Vorgänger Dead and Alive rezensiert. Das war guter Melodeath und hatte gewisses Hitpotenzial. Manchmal ein paar schnelle, manchmal ein paar richtig groovende Songs. Also es war eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Ich finde aber, dass es generell, und das ist vielleicht so eine Krankheit jeder einzelnen Szene, ob jetzt im Thrash-Metal, ob jetzt im Alternative-Metal oder jetzt im vorliegenden Fall im Melodeath-Metal, gibt es einfach zu viele Bands. Dadurch werden wirklich gute Alben einfach so ein bisschen verwässert. Es gab ja schon immer eine recht unüberschaubare Menge an guten Bands im Melodeath-Sektor und an den Größen wie Soilwork, Dark Tranquillity, Arch Enemy oder auch wohl bald The Halo Effect, Fragezeichen, Ausrufezeichen, kommt man so schnell nicht vorbei. Also muss man sich bei einem dritten Album, muss man einfach mal was wagen. Und das haben beispielsweise mal die Jungs von Lost Society gemacht. Die sind bei Nuclear Blast dabei, die haben jetzt, glaube ich, oder die veröffentlichen jetzt Ende September ihr 5. Album und die haben bei den ersten beiden Alben, die haben die Finnen lupenrein Thrash-Metal gespielt und die sind jetzt im absoluten Modern-Metal angekommen. Also das hat mit Thrash-Metal überhaupt nichts mehr zu tun. Ganz so drastisch machen es jetzt die Aalener nicht mit Cyan Night Dreams. Das ist ein Album, was mir ob seiner Atmosphäre und eben auch des Mutes, mal neue Wege zu gehen, einfach sehr gut gefällt. Auch die Produktion geht sehr, sehr gut ins Ohr. Ich bin gespannt, was Tobi dazu sagen wird. Es gibt zwar immer noch diese starken Melodeath-Momente, die ich auf den bisherigen Alben von Parasite Inc. auch mochte. Dynamisch, zielstrebig, melodisch, Death Metal wie I Am Night, Firstborn oder Intro
Into Destruction. Und dazu kommen dann eben auch so diese leichten Experimente, die den Wert des Elektronischen ein bisschen nach oben schrauben, wie beispielsweise beim Titeltrack, an den man sich echt gewöhnen muss. Ich habe das Album in einem Rutsch gehört und ich dachte mir bei dem Titeltrack, was ist das? Aber dann habe ich ihn mir nochmal angehört. Ich habe ihn mir nochmal angehört und nochmal angehört und irgendwann hat er mir gefallen. Und klar sind Tracks wie dieser sehr Keyboard-lastig, aber die zeigen auch eine neue Facette des Band-Sounds. Und generell sollte so ein Titelstück in gewissem Maße das Album repräsentieren, was es hier nur zum Teil macht, aber vielleicht die Zukunft der Band repräsentiert. Und auch mit Follow the Blind, Blind Guardian Album ist es jetzt nicht, Follow the Blind, der Song von Parasite Inc. Oder auch When All Is Said, die haben wirklich immer noch teils melodischen, teils elektronische Sounds, die sehr gut gefallen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und für mich befindet sich Parasite Inc. an einer Art Scheideweg. Man will nicht mehr in diesen Einheitssumpf Melodeath meiner Ansicht nach hineingeworfen werden, sondern man möchte auch mal neue Sachen ausprobieren. Wie eben bei Gravedigger, man möchte sich künstlerisch einfach ein bisschen mehr von den Fesseln lösen oder von diesem Stempel, die wir als Redakteure einer Band aufdrücken. Und Lost Society haben das gemacht, haben das auf eine sehr, sehr drastische Art und Weise gemacht. Parasite Inc. ist kurz davor, wenn ich mir so das Album mal in der kompletten Historie anhöre. Ich habe mir jetzt auch im Vorfeld zu Cyan Night Dreams, habe ich mir auch die ersten beiden Alben nochmal im Schnelldurchlauf angehört. Und für mich ist es dann halt immer eine konsequente Weiterentwicklung. Und darum 8 Punkte, weil es ein mutiger Schritt ist und weil es ein Schritt wahrscheinlich in die richtige Richtung ist und einer Band so mehr Aufmerksamkeit auch zukommen lässt, als wenn jetzt die Band ihr 3., 4., 5., 6. Melodeath-Album ausmacht, was im Grunde genommen nur noch die Die Hard Fans wirklich juckt. Tobi, was sagst du denn zur Produktion? Produktion ist tatsächlich hervorragend. Ich fange jetzt nicht mit der Gravedigger an. Das lassen wir lieber. Ich möchte auch direkt vorweg schicken, dass ich finde, dass Parasite Inc. den letzten Platz hier überhaupt nicht verdient haben im Soundtrack. Das stimmt. Allerdings trotzdem, ich mochte das Album nicht besonders. Und davon möchte ich auch direkt vorweg schicken, dass das nicht an den Elektro-Elementen liegt. Ich liebe Pain. Ich finde Nine Inch Nails ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Also Elektronika im Metal oder auch in so einem eher härteren Musikkontext finde ich eigentlich super. Was mich aber halt bei Parasite Inc. immer schon so ein bisschen gestört hat, ist, dass, ja, wie Marcel schon gesagt hat, sie sind halt eine Melodic Death Metal Band. Sie haben immer so 1, 2 geile Songs auf den Platten. Ich habe auch riesen Respekt vor den Jungs, sie sind absolut tolle Musiker. Aber irgendwie hat mir die Platten zuvor immer irgendwie Lust gemacht, Children of Bodom zu hören. Die neue Platte macht mir in Teilen Lust, Children of Bodom zu hören und in Teilen Lust, Pain zu hören. Es ist halt einfach irgendwie für mich kein richtig schlüssiges Album geworden. Es klingt so ein bisschen so, wie Marcel gesagt hat, dass sie halt irgendwie so gemerkt haben, in dem Melodic Death Sektor, da geht's irgendwie nicht groß vorwärts. Jetzt versuchen wir halt mal irgendwo anders aufzuspringen auf den Zug. Ich finde halt, Cyan Night Dreams hat mich tatsächlich ein bisschen an Electric Callboy erinnert, was ich ja persönlich nicht so mag. Ich weiß, das sehen andere Teilnehmer im Podcast anders. Ich sollte reinhören. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, weil das klingt halt so ein bisschen, als ob man jetzt da auf den Hype-Train mit aufspringen wollte. Hinten raus wird es dann so ein richtiges Pain-Tribute für mich mit diesem, ja, Vocoder-Autotune-Klargesang. Und was für mich, glaube ich, der größte Punkt war, nachher auf 6,5 Punkte runterzufallen, ist, wir bewerten hier ja Alben. Und für mich ist das kein schlüssiges Album. I Am, Firstborn, das sind Songs, die hätten sich wunderbar auf Time Tears Down gemacht oder auf dem direkten Vorgänger. Sind klassische Melodic Death Metal Songs mit so ein bisschen Elektrospielereien in False Light, Into Destruction auch so ein bisschen. Na, auch mehr Keyboards drin, aber trotzdem noch Melodic Death Metal. Und dann gibt's halt diesen Drift Richtung Metalcore, Industrial, was auch immer. Und das Album an sich klingt total zerrissen. Es klingt so, als ob man mitten im Songwriting irgendwie die Kurve genommen hätte in eine andere Richtung, hätte aber die alten Songs halt behalten. Deswegen macht mir das Album halt an sich, vielleicht auf Shuffle funktioniert das vielleicht, wenn man die Singles einzeln rausgreift, aber als Album macht Cyan Night Dreams für mich irgendwie nicht so richtig Sinn. Leider. Und ich finde halt auch die neue Ausrichtung nicht so überragend, muss ich dann dazu sagen. Mir hat die Band tatsächlich besser gefallen, als sie mehr in Richtung MDM unterwegs waren, auch wenn es mich nie so richtig gefesselt hat, außer halt den einzelnen Singles. Damit sind wir durch mit den ersten, in dem Fall 4 Plätzen und den letzten 3 Plätzen. Es gibt doch bestimmt noch, ich sehe hier mindestens 2 Alben, über die ihr noch kurz sprechen wollt. Das erste ist vermutlich Machine Head auf der 9. Ja,
zu Machine Head habe ich auch eine persönliche Beziehung, weil das halt quasi so mit Soulfly, Pantera, aber auch Faith No More die Verbindung zu meinem Onkel repräsentiert. Wie gesagt, habe ich auch schon öfters mal erwähnt, dass mein Onkel einen sehr großen musikalischen Einfluss auf mich hatte. Und so eine Band wie Machine Head oder so, das symbolisiert halt quasi so unser familiärer Zusammenhalt. Und die letzten Alben, die fand ich nicht gut. In der Nachbetrachtung fand ich die echt nicht gut. Und ich bin halt ein großer Freund von Through the Ashes of Empire und Unto the Locust. Aber das, was auf Katharsis oder auf Bloodstone and Diamonds passierte, da war einfach viel zu viel Filmmaterial drin. Auch der Thrash-Metal-Anteil, der war deutlich heruntergeschraubt. Und what the fuck mit Rap-Parts, was soll das bei Machine Head? Ich will, wenn ich eine Band wie Machine Head mit so einem Bandnamen und mit so einer Diskografie, da will ich, dass die mir mit ihren Riffs auf die Mütze hauen und ich will da nicht mitrappen. Keine Ahnung. Ich war, als auf Kingdom and Crown angekündigt wurde, war ich aus diesem Grund sehr, sehr skeptisch, weil ich auch in den letzten Monaten nochmal The Blackening sehr häufig aufgelegt habe. Und trotzdem habe ich mich an dieses Album herangewagt und ein sehr, sehr interessanter Punkt, den Tobi jetzt gerade bei Parasite Inc. angesprochen hat, dass wir hier Alben bewerten, keine einzelnen Songs. Also auch die Kompaktheit von Alben wichtig ist. Und das ist bei auf Kingdom and Crown, ist es auf jeden Fall gegeben, wesentlich besser auf als Katharsis oder Bloodstone and Diamonds. Man hat überhaupt keine symphonischen Elemente mehr. Dieses Album, das besinnt sich so ein bisschen auf The Blackening und Through the Ashes of Empires wieder ein bisschen zurück. Es gibt so kleine Aha-Momente, die ein oder anderen Hymnen und wirklich sehr, sehr rifflastiges und Ohrwurm-taugliches Material. Und was man auch der Band zugutehalten muss, man entwickelt sich weiter. Man will nicht einfach nur ein Groove-Metal ist der geilste Scheiß-Album herausbringen, sondern vielleicht das Ganze in ein Konzept bündeln. Und so geht es halt in Of Kingdom and Crown grob um die Geschichte zwischen Ares und Amitis und Ares Feldzug gegen eine niederträchtige Sekte, die für Amethysts Tod verantwortlich ist. Und das ist quasi so der erste Teil einer Geschichte. Und im zweiten Teil einer Geschichte geht es um Eros, nicht Ramazzotti, sondern einfach nur so Eros, der seine Mutter durch einen Drogentod verliert und sich dadurch radikalisiert und wie Ares eben so eine Art Rachefeldzug geht und diesen startet. Und damit tracht zu dieser sehr, sehr deftigen, konzeptionellen Ausrichtung sind halt einfach geile Songs dabei. Einen 10-minütigen, wuchtigen Mammut-Opener wie Slaughter the Matter direkt an den Start zu bringen, mit fettem Riffing, schnellen Rhythmuswechseln. Man hat Choke on the Ashes of Your Hate. Man hat wirklich das giftige Become the Firestorm. Ich finde, Machine Head ist wieder das, was Machine Head ausgemacht hat. Man hat wieder diesen wiedergewonnenen Fokus auf die Riffgewalt, auf die Heaviness vor allen Dingen und auf den Groove. Und neben meinen persönlichen Hallo-Wache-Momenten wie Kill the Enemies oder auch No Gods, No Masters, das ist eine absolute Abrissbirne, ist halt wirklich sehr, sehr gutes Material da drauf. Es gibt auch Material, was nicht ganz so gut ist, was eher ein bisschen ruhiger ist, aber im Großen und Ganzen ist dieses wirklich gute Album of Kingdom and Crown das, was ich mir vom Oakland Quartett wieder erhofft habe. Und vielleicht aus dem Grund mit einer sehr, sehr nostalgischen Brille betrachte, so freue ich mich persönlich jetzt nicht nur auf die gemeinsame Tour mit Amon Amarth und der Halo-Effekt, sondern auch auf das Gesicht meines Onkels, wenn er das erste Mal auf Kingdom and Crown hört. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt dem Album beide 8,5 Punkte gegeben. Tobi, willst du auch noch was zu Machine Head sagen? Ja, ich würde eigentlich das, was Marcel gesagt hat, im Großen und Ganzen unterschreiben. Das ist, glaube ich, für mich das beste Album seit The Blackening. Irgendwie haben auch Unto the Locust war auch schon nicht so ganz mein Fall. Mir haben übrigens auch die Rap-Elemente nicht gestört. Ich fand The Burning Red damals, das Album war ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ja. Das fand ich großartig als kleiner New-Metal-Fan, der ja immer so ein offenes Ohr für New-Metal hat. Fand ich das super und auch Supercharger fand ich in Ordnung. Aber irgendwie seit Unto the Locust, Katharsis, Bloodstone, Diamonds, da haben sie irgendwie so ein bisschen den Weg verloren. Also ich kann mich bewusst, jetzt könnte ich dir keinen einzigen Song dieser drei Alben nennen, der mir irgendwie hängen geblieben ist, sodass ich ihn sofort aus dem Stegreif nennen könnte. Ich frage mich auch, ob die Umbesetzung, die ja vor dem neuen Album stattgefunden hat, ein bisschen geholfen hat vielleicht. Walk von Decapitated ist ja jetzt dabei.
ob der vielleicht bei der, ja, für mich wieder deutlich wuchtigeren und unterhaltsameren Gitarrenarbeit seinen Beitrag geleistet hat. Dafür habe ich leider noch nicht genug Interviews gelesen, ob er beim Songwriting beteiligt war oder tatsächlich nur die Gitarren eingespielt hat. Und ja, also auf jeden Fall die beste Machine Head-Platte seit The Blackening. Und ja, ich freue mich auch jetzt wieder eher auf das, was da kommt bei Machine Head, nachdem ich ein paar Jahre die Band so ein bisschen aus den Augen verloren habe oder sie bewusst ignoriert habe, weil ich einfach nicht mehr mit der Musik so richtig, es hat mich einfach nicht so richtig abgeholt. Und vielleicht sind das ja noch Hintergründe, die wir durchleuchten. Man weiß es nicht. Man munkelt, dass da ein Interview anstehen könnte. Man munkelt, ja, ja. Man darf gespannt sein und ich bin auch gespannt, Tobi, was du zu Arch Enemy sagst mit Deceivers. Wir sind auf der 16 gelandet und ihr beide habt 7,5 Punkte vergeben. Ich muss da vorweg schicken, ich bin ein großer Arch Enemy Fan. Ich liebe die Chaos Legions und die War Eternal. Das sind so mit meinem meistgehörten Alben so der letzten paar Jahre. Und ich muss dazu sagen, dass ich die Vorgängerplatte Will to Power ziemlich belanglos und langweilig fand. Ich könnte nicht, wenn es mehr als 10 Durchläufe sind, die Platte gedreht hat bei mir, dann wäre das schon viel. Und entsprechend gespannt war ich natürlich, als Deceivers angekündigt worden ist. Und ja, die 7,5 Punkte sprechen eigentlich eine deutliche Sprache, glaube ich, auch allein schon, weil Marcel sie auch gewählt hat. Und ich glaube, auch viele Kollegen so zwischen 7 und 8 Punkten gelandet sind. Ja, 6,5, 8,5 ist das Höchste. Es ist halt wieder so ein Egal-Album irgendwie. Es fehlt so dieser richtige Hit, der dich so abholt, wie Nemesis damals oder wie No Gods, No Masters auf der Chaos Legions oder As the Pages Burn auf der War Eternal. Viele Songs, das habe ich auch in meiner Review dazu geschrieben, sind unheimlich gleichförmig. Also, wenn ihr da mal drauf achten wollt, hört euch mal zum Beispiel The Watcher an oder In the Eye of the Storm. Viele Songs beginnen mit einem kurzen melodischen Gitarrenlied, auch teilweise ohne Schlagzeug und ohne Bass. Dann kommt so ein klassisches Heavy-Metal-Riff, das so ein bisschen stampfend ist. Ein paar offene Akkorde lockern das Ganze auf. Dann kommen die Gitarrenmelodien im Refrain zurück und fertig ist der Song, den man heute von Arch Enemy serviert bekommt irgendwie. Also das Rezept habe ich 3 oder 4 oder 5 Mal sogar auf der Platte gehört und habe mich immer gefragt, wie können Loomis und Armored die Riffs überhaupt auseinanderhalten, weil das so ähnlich war. Insgesamt hat die Platte aber zumindest für mich ein paar Highlights, wenn auch nicht dieser Überhit dabei ist. Also The Watcher, House of Mirrors, In the Eye of the Storm sind zwar sehr ähnlich aufgebaut, sind aber zumindest unterhaltsam und Sunset Over the Empire kommt sogar fast an das Level von der War Eternal wieder ran. Deswegen war ich insgesamt zumindest im Verhältnis zu Will to Power positiv überrascht. Aber ganz ehrlich, wenn du zwei Mann wie Michael Amott und Jeff Loomis in der Band hast, wenn dann die Riffs nicht so richtig zünden und du nicht den Leuten wenigstens 3, 4, 5 großartige Gitarrenlieds um die Ohren haust, die dir nie wieder aus dem Kopf gehen, wie bei No Gods, No Masters zum Beispiel, dann hast du irgendwie dein Potenzial so ein bisschen verschenkt. Also Deceivers hat mich nicht so überzeugt, wie ich mir das als Arch Enemy Fan erhofft hätte. Und jetzt ist auch Klagesang drauf, oder? Ja, genau, auf Handshake with Hell. Auf der letzten Platte hat Alissa ja schon mal ein bisschen rumexperimentiert. Klagesang an sich im Melodic Death Metal mag ich ja sogar tatsächlich, also gerade wenn Michael Stanner das einbaut. Bei Arch Enemy, ich tue mich noch schwer damit. Nicht, weil ich Klagesang allgemein ablehnen würde, sondern weil Arch Enemy für mich immer, das Bezeichnende an Arch Enemy war für mich immer, insbesondere in der Zeit mit Angela, dass sie es halt geschafft hat mit den Growls und mit dem Metrum, dass sie den Texten verpasst hat, die Ohrwürmer zu verpassen, ohne zu singen. Mhm. Das war immer so eines dieser Alleinstellungsmerkmale von Arch Enemy, dass ich die Texte mitsingen konnte, ohne dass da Melodie war, die du dir hättest merken können. Das war einfach, das Metrum war so toll, dass der einfach sofort im Ohr kleben geblieben ist. Und ich fände es schade, wenn der Weg dahin geht, dass man das jetzt halt mit Klagesängen ersetzt und so ein bisschen so dieses Haupttrademark von Arch Enemy damit wegnehmen würde. Aber auf dem einen Song geht das definitiv in Ordnung auf der neuen Platte. Marcel, willst du auch zu diesem oder einem anderen Album noch was sagen? Ich tue mich mit Arch Enemy immer schwer, weil Arch Enemy bisher so eine Band war, wenn man sich einfach mal die Musiker anguckt, wer dahinter steckt, da ist so viel Potenzial hinter, dass mich Alben komplett umblasen müssten. Das schaffen Alben einfach nicht, genauso wie jetzt Deceivers. Das sind alles coole Songs, sind nett, ein paar Ohrwürmer, ein bisschen Gewalt, aber wenn ich mir denke, okay, dieser Song, der ist ganz kurz davor, mich aus den Angeln zu heben, dann ist hier noch ein Lied und noch ein Leak oder dann ist hier noch irgendwas Verspieltes und die Dynamik, die geht raus. Und da denke ich mir auch, boah, schade. Und hinter fast jedem Album, außer jetzt Chaos Legions und War Eternal, verbirgt sich immer so ein Schade.
Das ist einfach, ich finde es einfach schade, dass nicht das hundertprozentige Potenzial aus Arch Enemy bereits herausgeholt wurde. Noch ein Album, was mir sehr, sehr gut gefallen hat in diesem Soundcheck, war von Seven Storm Maledictus. Das ist die neue Band vom ehemaligen Moonspell-Drummer. Und ich habe auch mit ihm ein Interview geführt, was sehr interessant war. Und er hat wirklich ein also das ist für mich, ich habe es nochmal im Nachgang gehört, als die Noten abgegeben wurden. Ich hätte dem wirklich gern nochmal einen halben Notenpunkt mindestens mehr gegeben, weil es ein paar richtig geile Ohrwürmer hat. Bitte hört da rein, das ist ein sehr, sehr cooles Album, was komplett fernab von dem ist, was man bisher eventuell von dem Drummer von Moonspell eben gehört hat. Tobi, hast du noch ein Album, das dich in diesem Monat besonders angesprochen hat, das du noch empfehlen willst? Ich würde zumindest noch ganz kurz Long Distance Calling mit Eraser erwähnen wollen. Ist auf der 9 gelandet, genau. Ja, genau. Leider auf der 9. Ich hätte es auch vielleicht sogar ein bisschen weiter oben gesehen. Wobei halt instrumentale Musik halt auch immer schwierig ist. Aber wenn es um instrumentale Rockmusik mit Elektronika mit drin geht, dann kann kaum jemand an Long Distance Calling tippen. Auch das neue Album ist immer schwierig, da Highlights rauszugreifen, auch so ein Instrumentalalbum, finde ich. Das sind halt Alben, die du am besten Kopfhörer auf, Augen zu, einfach genießen und dich wegtragen lassen kannst. Und auch Eraser ist da kein Ausfall in der Diskografie. Das ist ein absolut großartiges Album, setzt den Weg von Long Distance Calling konsequent fort. Und ja, jeder Fan der Band darf da sofort zuschlagen. Das ist ein ganz großartiges Album, das mir viel, viel Spaß gemacht hat. Wir kommen zu den Lieblingsliedern. Tobi, was ist dein aktuelles Lieblingslied? Ganz klar, Gravedigger, Hell is my Purgatory. Nein, sorry. Ich hab jetzt, glaube ich, genug gestichelt für heute. Nein, ich habe lange überlegt, was es sein könnte. Und eigentlich ist die Antwort ganz offensichtlich The Halo Effect, Days of the Lost. Die Platte geht mir nicht aus dem Kopf. Und dieser Song im Speziellen geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wie oft ich das Video schon geguckt habe. Also ich weiß gar nicht, bei wie viel Plays es auf YouTube steht, aber ich bin auf jeden Fall für einige davon verantwortlich. Absolut großartiger Song, absolut großartige Platte. Hört rein. Marcel. Heat mit Hollywood. Ein absoluter Hit. Gerade bei der aktuellen Hitze. ich habe einen Special Mention erstmal. Wenn ihr auch nur ansatzweise was mit EBM anfangen könnt, dann hört gerne mal in Twisted Destiny mit dem Song Musik rein. Denn textlich beschreibt es das, was wir, glaube ich, alle empfinden, wenn wir Musik hören. Und als Lieblingslied nenne ich heute Season of Ghosts mit The Great Unknown. Ist ein neuer Song von dieser Band, die ich schon seit den Anfangstagen verfolge und sehr großartig finde. Gehen so ein bisschen in Richtung The Birthday Massacre. Und The Great Unknown ist jetzt nach etwas längerer Zeit mal wieder ein neuer Song von denen, der eher ans Debütalbum erinnert als jetzt an das Zweitlingswerk. Also bin ich gespannt, was da von denen noch kommt. Ja. Vielen Dank euch beiden. Das war heute eine sehr lange Session, aber es waren auch großartige Alben dabei und es gab viel Diskussion. Noch großartigere Diskussion, ja. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und ich kann nur sagen, nächstes Mal ist Frankie wieder dabei, glaube ich, beim Soundcheck, Frankie und Marcel. Aber Tobi, du bist auch jederzeit wieder herzlich willkommen. Und ja, bis bald, bis dann. Macht's gut. Bis bald, macht's gut. Tschüss.